privates Weihnachtskonzert vor der Tür. Für Bewohnerin Anneliese Hamann fühlt sich dieser Tag schon vor Weihnachten wie ein Feiertag an. Das bedeutet uns viel, weil wir auch so nicht raus können. Das ist eine schöne Geste in der Weihnachtszeit. Zur Feier des Tages darf sich die 87-Jährige sogar ein Lied wünschen. Jingle Bell fällt mir gerade ein. Ja, der ist so flott, dann denke ich immer an meine Kinder und die haben das dann so gerne gesungen. Bei diesen Weihnachtsklassikern kommen eben Erinnerungen hoch, weiß auch Margret Wolter, die ehrenamtlich im Johanniterheim arbeitet. Sie glauben gar nicht, wie viel Freude, mir kommen selber so ein bisschen die Tränen, wie viel Freude den Leuten das macht, weil die haben nichts anderes. Da sehen die sich nach. Und gerade jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt haben und hatten, die waren 2 Jahre lang wirklich so gedemütigt, die Leute durften nicht raus. Heute ist für eine halbe Stunde aber alles anders. Denn so lange spielen die insgesamt 25 Musikerinnen und Musiker der Feuerwehr vor dem Johanniterheim in Fellbad-Mitte. Danach geht's zum nächsten Seniorenheim, denn der Musikzug ist sozusagen auf Weihnachtstour durch Fellbad. Auch in Neviges und Langenberg wird für die Senioren gespielt und die sind begeistert. War aufbauend, eine Abwechslung für die Leute, dass sie nicht nur auf ihr Zimmer angewiesen sind. Und Anneliese Hamanns Liedwunsch wird auch noch erfüllt. Ja, ich habe 3 Söhne und dann sind die Kinder klein in dem Moment. Ne? Dann erinnert man sich, wenn die dann am vom Weihnachtsbaum saßen und die Spielsachen auspackten. Ein Live-Konzert neben dem Weihnachtsbaum, das ist bereits vor den Weihnachtsfeiertagen ein großes Geschenk, das viele Bewohnerinnen und Bewohner zum Strahlen gebracht hat.